Heute kann ich nicht so lang streamen, es ist 3:30 und ich kann nur ungefähr eine halbe Stunde lang streamen, würde ich sagen. Ich muss nämlich noch ein Bild malen als Geburtstagsgeschenk für den Breda. Weil ich bin ja eingeladen bei ihm. Okay, vielleicht hätte ich doch ein bisschen später anfangen sollen. Ich wusste nicht, dass mein Resin jetzt nicht voll. Also ich wusste jetzt nicht, dass mein Resin fast voll ist. Hätte ich gewusst, dass es fast voll ist, dann hätte ich noch die Zeit gewartet. Aber heute habe ich mal nicht reingeschaut. Verdammt. Aber ja. Das heißt, ich mache heute einfach nur ein bisschen Artefakte-Runs. Ich glaube, habe ich gestern Abend nochmal umgecraftet? Nein, habe ich nicht. Naja, dann muss ich heute auf jeden Fall noch einmal mein Resin umcraften. Egal, da mache ich heute nur 3 Artefakt-Runs. Schade, ist ein bisschen... Ja, schade halt, ne? Gut. Deshalb... Heute, wie gesagt, ein bisschen kürzer. Ich werde vielleicht ein bisschen länger noch auf der Artefakt-Route dann sein. Für halt eben extra Artefakt-XP, das man mal benutzen kann. Ups, so aus Versehen. Genau. Ansonsten heute so ziemlich das Minimum, weil heute nicht so viel Zeit. Digga, was ist das? Ich hasse es. So, wenn dieser Slopes nicht hochlaufen kann. Ja, es ist realistisch. Aber trotzdem, es ist Trash. Ich meine, das Game ist nicht wirklich realistisch. Also, es ist ja wirklich realistisch, wenn du so diagonal versuchst, eine... Oder? Ich meine, wenn... Wobei, actually, nee. Ich glaube, es ist sogar genau das Gegenteil von realistisch. Ich glaube, es ist leichter. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es zu lange nicht mehr ausprobiert. Ich könnte es versuchen, irgendwie so mir herzuleiten, ob das funktioniert oder nicht. Aber das ist auch schwer, dann zu verifizieren, ob irgendeine logische Herleitung, die man sich im Kopf dann so theoretisch hergeleitet hat, wirklich der Wahrheit entspricht. Naja. Give the salvage to Eves. Ja, good, I guess. Ich hatte eigentlich vor, das Bild ein bisschen länger zu zeichnen für einen Breda. Mir fällt aber auf, ich habe doch nicht so viel Zeit. Ich bin ja nach Hause gekommen vom Training heute. Halt heute Morgen Training. Dann duschen, was auch immer, essen. Und auf einmal ist es schon so spät. Ich esse halt nicht schnell. Aber ich muss halt lange essen. Weil sonst esse ich noch weniger, als ich ohnehin schon tue. Und ich esse zu wenig. Ich habe auch die letzten paar Wochen, ich glaube den letzten Monat insgesamt, weil ich überhaupt nicht trainiert habe, oder vielleicht sogar 2 Monate schon, weil ich auch in Ferien nicht mehr trainiert habe, danach auch gar nicht mehr. Weil ich auch danach noch teilweise krank war und danach hat die Phase es richtig eingekickt. Deshalb, ich glaube, ich habe seit 2 Monaten nicht mehr trainiert. Ich habe auch in der Zeit sehr, sehr wenig gegessen, einfach weil ich die ganze Zeit unter Stress war. Ich habe auch keinen Sport gemacht, also fast. Wenn du keinen Sport machst, dann... Ja, gut, also... Was soll man da sagen? Wenn man keinen Sport macht, dann ist ja auch klar, dass man weniger Hunger hat. Aber trotzdem führt ja auch natürlich dazu, dass du dann weniger isst, weniger Nährstoffe. Und dann habe ich halt ein gutes Stück abgenommen. Deshalb muss ich mal wieder vielleicht ein bisschen mehr essen. Ich habe irgendwie nur eine richtige Mahlzeit pro Tag gehabt. Ja, ich habe noch dann Frühstück und Mittagessen ganz wenig immer gehabt. Ein bisschen, also das ist typisch, so ein bisschen Brot. Vom Penny, was auch immer, so 2 Stück oder sowas. Und dann zum Frühstück irgendwie ein Doppeltoast. Aber das ist ja nicht wirklich... Das ist ja nicht wirklich ein richtiges... Das ist ja keine richtige Mahlzeit für eine 18-jährige Person. Das reicht nicht, wenn man Mann ist. Junge, was auch immer. Ich finde es immer falsch, mich als Mann zu bezeichnen. Rein legal bin ich aber schon inzwischen Mann. Deshalb, ja. Rein rechtlich. Weil 18 und so, ne? Aber genau, als man hat auch allgemein einen höheren Kalorienverbrauch, das heißt, ich musste da auch mehr essen. Das ist gut. Ich habe halt einfach so wenig gegessen die Tage. Yo, wohin hatten die Yamiko gezielt? Mit ihrer Charge? Ich weiß, dass es kein Daily ist, aber halt eben wie immer Mora und potenziell Artefakte sind immer nice. Nimmt man immer mit. Ja. Und deshalb brauche ich dann halt auch, wenn ich mehr esse, länger Zeit zum Essen. Deshalb ist es schon relativ spät. Ich komme halt so meistens immer gegen 1 Uhr, Viertel nach 1 nach Hause. Dann dusche ich halt, muss halt meine Sachen waschen, was auch immer. Weil meine Klamotten, die ich anziehe für Wushu halt, die solltest du nicht in die Waschmaschine legen. Das heißt, ich muss nur mal deine Hand waschen. Dann duschen, was auch immer. Es ist 1:45 bis 2 schon. Warte.
keine Ahnung, wenn du dann halt noch ein bisschen langsamer drauf bist, so wie ich, dann halt noch ein bisschen später und dann halt noch essen. Und wenn ich halt eine Stunde brauche, dann ist auf einmal Viertel nach drei. Dann war ich noch kurz auf einem anderen Account, um einmal dort Dailies zu machen. Noch einmal auf Toilette gegangen. Und dann sind nochmal 15 Minuten um gewesen. Und schwuppdiwupps, ist schon halb sechs. Das ist halt auch schnell. Ne? Ich meine halb vier, nicht halb sechs. Halb 16 sagt man auch nicht, ne? Ja. Schade, ne? Ich habe auch die ganze Zeit diesen Ne-Tick. Ist besser als der Digger-Tick. Weil. Digger klingt schon ein bisschen komisch, aber das Ne ist dann auch irgendwie mal weird, wenn ich so darüber nachdenke. Ja. Ich weiß nicht mal, der Ne-Tick von mir kommt nicht mal wirklich von irgendjemandem. Meistens kriege ich solche Ticks immer von anderen. Ich weiß nicht, ob man es Tick als Tick bezeichnet oder ob es. Also. Es ist halt kein wirklicher sozusagen Tick im Sinne von. Wie heißt es nochmal? Wie zum Beispiel eben. Moment. Wie Tourette. Die haben ja, das ist ja der medizinische Fachbegriff, dass man es Tick nennt. Warte. Warum ist mein Twitch am Laggen? Irgendwie lädt mein Twitch nicht. Okay, jetzt fein. Ja, okay, gut. Aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob man es auch so Tick nennt. Ich kenn's halt. Ich weiß ja nicht sonst, wie man es bezeichnet. Das, was man die ganze Zeit sagt. Also wie gesagt, die meisten Sachen kommen halt einfach von anderen. Zum Beispiel, es kann nicht sein, habe ich von ein paar Leuten mit sehr viel Brainrot. Ja, von denen habe ich es. Als ob der Burst das Viech nicht mehr killt, Alter. Das hängt einfach so unfassbar viel. Jedenfalls Poise Damage relativ nice bei den Viechern. Weil sie nicht unendlich weit nach hinten. Oh, scheiße. Geschmissen werden. Und weil ich dann sie in ihren nervigen Attacken unterbrechen kann. Boah, ah, doch, nee, es hat funktioniert. Ich muss auch die Elemental Skills mal ein bisschen häufiger basen. Das ist nicht viel zu selten. Oh, da ist nicht mehr gestaggert worden. Also das ist nice. Manchmal ist es scheiße, wenn die Gegner gestaggert werden. Siehe diese komischen Geo-Wishaps. Generell Wishaps. Aber, ja. Es wäre gar nicht mal so ein schlechtes Piece für so manche Charakter. Ich behalte es mal. Für eine Forward Vape Freener mit zu wenig Crit Rate wäre es in Ordnung, wenn es Full Crit geht. Und für eine Fische wäre es in Ordnung, wenn es Full Attack und dann Crit geht. Oder Full Crit. Full Attack. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich ein gutes Piece ist. Es ist halt zumindest aber ein Vorliner. Das heißt, es ist ein Piece, das potenziell ein 8 von 9er werden kann. Wenn es einfach bloß nicht in den falschen Stat reinläuft. Wenn es bloß nicht zweimal Attack und zweimal HP hat, dann ist es ein 8 von 9er. Oder 7 von 9er. Was halt einfach. Overall recht nice. Es hat dann halt einfach. Es wäre dann halt aber so ein bisschen, es hat richtig guten Roll Value, aber es ist halt overall nicht mal so insane. Denke ich. Wobei ich weiß es nicht. Weil Crit halt einfach so viel mehr Wert hat. Das sei denn, es geht halt für Crit, ist es Piece. Vielleicht doch auf dem Wege, wenn ich sehe. Roll Value ist auch wichtig, auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht unbedingt immer das Wichtigste, weil zum Beispiel meine Shelly ist ja auch nur Top 2, obwohl sie wahrscheinlich mehr Roll-Value als so viele andere Shellys haben, die in der Top 1 sind. Aber es sind halt einfach die falschen Stats, in die reingerollt wurde. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass es gut wird. Oh, hey. Maybe. Ich glaube nicht, dass es gut wird, aber ja. Attack, I mean, vielleicht. Du sagst halt, man kann Attack komplett schlecht annehmen. Wenn es halt Crit Damage bekommt, ist es acceptable. Das ist die Sache bei denen. Wenn es halt nicht irgendwie
den besten Stat bekommt, dann ist es halt automatisch schon fast Trash. Ist halt leider vorbei. So, ich piece es doch. Es ist so nice, dass man so gut staggern kann, die Gegner. Muss ich Turtles mal wieder replacen. Replacen und replacen. Ich weiß nicht mal, ob man es... Ich habe es jetzt anders betont, dass man versteht, was ich meine. Ist schon irgendwie lustig, dass es das gleiche Wort ist. Sozusagen replatzieren und ersetzen. Ja. Die Pieces, die ich jetzt bekomme, sind leider nicht irgendwie die größten Bänge. Aber scheiße, geht das schnell, 11 Minuten. Das heißt, ich muss wirklich nicht so viel Genshin spielen eigentlich. Eine Bissrun noch und dann wäre ich bei 20 Minuten, dann wäre ich durch, oder sagen wir mal 25. Ja, eigentlich muss man wirklich nicht viel Genshin spielen, wenn man nicht will. Es ist voll fit. Es geht voll fit. Vielleicht hätte ich noch ein paar mehr Minuten gebraucht, wenn ich halt mein restliches Resin einmal für den nächsten Domain Run gebraucht hätte, aber es ist halt natürlich nicht deutlich mehr. In dem Fall würde ich einfach sagen, ich ein paar Artefaktstellen absuchen. Ich glaube, ich war gestern aber schon hier. Ich teste noch einmal ganz schnell nach. Gehe ich vielleicht noch zu diesem Schiff, zum Boot halt eben. Ich habe auch generell nicht mal so viele Artefakte, ne? 1280, ja. Ich habe noch 520 Artefakt-Space left. Das ist plenty. Ja, ansonsten, keine Ahnung, ich bin auch müde. Wir hatten ja heute Training, ich war das erste Mal dort in 3 Wochen wieder. Ich musste ja letzte Woche absagen wegen Lernen. Da habe ich ja auch wirklich das ganze Wochenende basically durchgelernt, abgesehen von den halt Stunden, in denen ich gestreamt habe. Aber also nochmal zum Kung-Fu-Training zu gehen, ist halt auch noch insane. Okay, actually, ich gehe da nicht. Ich baue das Ding nicht ab. Weil selbst halt deutlich mehr Zeit frisst, als man denkt, ist halt, du musst halt eben aufstehen, also für den Tag. Du kannst ja ansonsten im Normalfall, sagen wir mal, an einem normalen Tag, wenn du nicht irgendwie Training hast, kannst du einfach aufstehen, egal welche Uhrzeit. Dann bist du ausgeschlafen, wie auch immer. Das ist jetzt aber nicht das, worum es geht eigentlich bei mir. Aber da kannst du, sagen wir mal, ein bisschen langsamer aufstehen, kannst halt währenddessen lernen, was auch immer. Bist halt auf entspannt einfach. Oh. Hey. Entspannt einfach dabei, dein eigenes Ding zu machen. Und kannst halt währenddessen lernen. Das ist einfach nice. Das heißt, dann schließt, sagen wir mal, um 9 Uhr auf, kannst halt lernen. Oh. Irgendwie ein bisschen gemisst. Genau. Lernst halt in der Zwischenzeit, während du isst, Zähne putzen, was auch immer. Dies, das, Ananas. Und dann kannst du halt, sagen wir mal, um 9:30, also Frühstück braucht bei ihm nicht so lange, weil ich da alles mal runterschlucke ganz schnell. Mit Wasser, Brot mit Wasser, wird dann halt weich, wird kleiner. Ist basically nur noch ein bisschen ein Stück Mehl mit Wasser, das ist man runterschluckt. Ja, ich hasse Essen. Ich hasse es zumindest morgens zu essen. So funktioniert es halt basically bei mir. Das geht halt schnell genug, da kannst du sagen, ist okay, ist fein. Genau, und dann kannst du halt einfach direkt anfangen zu lernen. Was ist aber zum Beispiel beim Wushu-Training? Ich stehe auf, muss mich beeilen beim Essen, mehr als sonst. Das ist auch der Moment, wo ich nur, also nicht so viel reinstopfen würde, zugeben, würde ich jetzt irgendwie lernen während dem Essen, dann wird es auch statt irgendwie 15 Minuten eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde dauern, auch wenn es Frühstück ist. Wobei, vielleicht auch nicht, kommt drauf an. Ja, und dann musst du dich halt fertig machen, du fährst hin, du musst ja früher schon losfahren, als dass du dort ankommen willst. Und das ist Training von, ist um 9, wie gesagt, um 9 Uhr stehst du auf, machst dich fertig bis, was weiß ich, 15:45, halt die Morgen.
Morning Routine. Es ist immer noch Wochenende, das heißt, du bist ein bisschen langsamer trotzdem unterwegs als während der Schulzeit. Weil du auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchst, was auch immer. Also, du musst aufmerksamer sein, meine ich. Genau. Dann um 10 Uhr losfahren, was auch immer, kommst du halt dort an. Viertel nach 10 bis halb 11 halt eben. Von halb 11 geht's dann halt eben bis halt halb 1. Um halb 1 bis dann hörst du dann auf, machst dich fertig, fährst los, kommst so um 1 Uhr, Viertel nach 1 zu Hause an. Muss dann halt eben erstmal duschen und sowas. Was auch immer, es war ja Sport. Und dann denkst du so, ja gut, Zeit theoretisch dort zu sein, nur 2 Stunden. Aber es ist bis zum Mittagessen sozusagen die ganze Zeit weggeklaut worden. Jingle Bingle, jojo, Momichi, was geht? Komm, stream. Genau, und sobald du halt eben. Genau, sobald du vom Training zurückkommst, musst du wieder Mittagessen. Das heißt, es ist basically die ganze Zeit von morgen bis Mittagessen. Wenn du irgendwie so Wushu-Training hast. Also, wenn ich Wushu-Training habe, zumindest. Und das sind dann halt einige Stunden, die das vergehen. Deshalb ist so. Ja, es sind basically nur 2 Stunden, wenn man das Training betrachtet. Aber wenn man halt alles drumherum sich anschaut, dann ist es theoretisch von 9 bis 15 Uhr. Die ich dann nicht habe. Basically. Deshalb, genau, wird halt eben wurde letzte Woche Samstagstrainings geskippt. Weil die Zeit hatte ich komplett genutzt, nur fürs Lernen. Dann, genau, die Woche davor hatten wir halt einen Mathe-Wettbewerb in der Schule. War auch relativ wild. Außer der einzige Wettbewerb, wo ich komplett gekackt habe. Was ist aber auch ehrlich schon teilweise unfair war. Aber darüber muss man nicht mehr reden. In der Zwischenzeit habe ich jetzt natürlich auch gar nicht gelernt. Heute. Ich meine, Sport gemacht. Weil Lernstress. Was auch immer. Digga, heilige Scheiße. Heilige Kacke. Heute Wushu-Training hat mich dann komplett gefickt. Mit der Ausdauer. Ich konnte gar nichts mehr. Also ich habe tatsächlich überraschenderweise noch recht gut die motorischen Fähigkeiten behalten. Aber die Ausdauer hat mich so gefickt. Das ist unfassbar. Dachte ich so, nee. Aber es macht doch Sinn, wenn man halt 3 Wochen oder sowas kaum Sport macht. Natürlich ist die Ausdauer dann kacke. Ja, wir haben Sportunterricht an der Schule, aber was ist unser Sportunterricht? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich wollte Barrentouren machen, aber Barrentouren hat mir Gelenkschmerzen irgendwie bereitet. Und das ist halt Dogshit. Das heißt, ich bin zur rhythmischen Sportgymnastik übergegangen. Und in der rhythmischen Sportgymnastik, also es tut mir leid, aber das ist kein Sport. Ich habe 15 Punkte bekommen, obwohl ich da literally fast gar nichts vorbereitet habe. Der Scheiß ist so ass. Es war so free und so einfach. Und es kann nicht sein, dass Barren genau gleich viel zählt. Und dass du nur dazwischen auswählen musst. Wirklich, also rhythmische Sportgymnastik wird doch für die Unsportlichen gemacht. Was für 15 Punkte, was ich gemacht hatte, war, ich habe 4-mal die Kür ausprobiert, die mir jemand gezeigt hat. Okay, dann habe ich sie einmal probiert, habe sie einmal vorgezeigt bei den Noten. Ich war richtig unsicher. Es sind trotzdem 15 Punkte, weil es einfach leicht as fuck ist. So, okay. Oh, okay. Vorbereitungszeit. 60 Minuten, wenn man es kondensieren würde auf das, wo ich wirklich was geübt habe. 20. Und das ist 1 plus. Ja, surely. Surely. Das macht gar keinen Sinn. Also es ist gut, dass ich die Note bekommen habe, aber das ist ja, Digga, du gehst mit einem Ball, schmeißt ihn nach oben, fängst ihn wieder, machst eine Liegestütze mit einem Arm auf dem Ball, nicht mal beide. Und das ist dann richtig. Oder du machst eine Drehung mit dem Ball. Juhu. Ja, wow. Krass, crazy. Du bist so sportlich, wenn du das kannst. Was? Nein. Das ist ass. Ja. Sport und also wirklich, manche Sachen sind vielleicht ein bisschen sportlich anfordernder im Unterricht auch schon gewesen, in meinem Sportunterricht. Aber das war ja komplett ass. Also, dass du auswählen kannst zwischen Barren, also Parallelbarren für Männer, Dings für Frauen, hoch, ist nun mal, dieses Balken, das hieß nicht Balken. 15
Das ist halt zwischen so Sachen aus, wenn ich mal schon mit diesen Einzelnen scannen. Holy. Oh. Das ist nicht cool. Also das ist zwischen halt eben diesen... Ne, ich hab vergessen, wie es hieß. Schwebebalken. Das ist zwischen Schwebebalken und Waren auswählen konntest. Als Junge bzw. Mädchen. Und dann halt eben entweder tanzen oder Gymnastik, sportliche, rhythmische Sportgymnastik. Also das ist ja... Das ist gottlos. Das ist halt wirklich... Ich kann den Vergleich immer noch anbringen und das ist halt einfach in meinen Augen so true. Sonst würde ich auch einen Vergleich natürlich nicht bringen, aber you know what I mean. Das ist, wenn du sagen würdest, ja, jetzt kriegst du eine Klausur. Du darfst auswählen, welche Klausur du schreibst jetzt hier in Mathe. Und sie werden beide gleich viel gewertet und du musst nur eine schreiben, okay? Ja, eine Klausur ist über Plus rechnen. Schriftliches und schriftliches Multiplizieren. Mit zweistelligen Zahlen. Und zwar mit natürlichen zweistelligen Zahlen. Oder ich gebe dir hier eine Klausur über Integrale. Und eben, und obendrauf solltest du noch bitte nur Stellen berechnen können, die imaginäre Zahlen mit einbeziehen. Nicht imaginäre, komplexe. So, Und wie kann das gleich viel ziehen? Es ist halt so, natürlich beides ist machbar, wenn du genug investierst. Also das Integralrechnen ist auch machbar. Und Nullstellen in eines Graphen ausrechnen mit imaginären Lösungen ist auch machbar. Aber es ist halt einfach nicht mal mehr auf dem gleichen Level. Du kannst es nicht mal mehr vergleichen, um wie viel das eine leichter ist als das andere oder schwerer halt eben. Und es macht halt einfach überhaupt keinen Sinn. Natürlich habe ich dann am Ende rhythmische Sportgymnastik ausgewählt, als Dings nicht funktioniert hat. Aber es macht halt keinen Sinn. Wie kannst du es gleich bewerten? Da hat die Lehrerin sogar noch gesagt... Es macht gar keinen Sinn, dass man es gleich bewerten hat. Sie hat gesagt, ja doch, für manche ist ja das eine leichter und das andere schwerer. Und dann hat sie Beispiel genannt. Ja, der Typ da, der turnt bei uns, der seit er klein ist, Aktivturner ist, Turntrainer ist, auch noch, der findet es besser, Parallelbarren zu machen. Und dann denke ich nochmal hin, schau, wie viel Zeit er investiert. Denke, könnte er 15 Punkte auch mit weniger Zeitinvestment mit unserem Dings haben, mit der rhythmischen Sportgymnastik. Denke mir, ja, das kann er. Dann denke ich mir nochmal, er kann auch nur aus dem Grund 14, 15 Punkte in Barren holen, weil er seitdem er klein ist, Turnen macht. Und auch da muss er noch viel üben und schauen, was er kann und was nicht. Und muss es halt eben extra noch üben, angepasst darauf. Denke ich mir so, okay, er müsste also für die gleiche Note, für etwas, das ihr schon seitdem er klein ist trainiert, immer noch mehr Zeit reinstecken, als für irgendeinen anderen Scheiß, den er noch nie gemacht hat in seinem Leben. Und das will man als ungefähr gleichwertig bezeichnen. Es macht gar keinen Sinn. Also würde man mir Wushu geben, also während Wushu eine Kategorie, die man testen könnte in... Oh, nee, 72.000. Also in Sport. Digga, what the fuck? Das würde einfach keinen Sinn machen. So, ich würde... Und wenn das dann sowas wäre, wie, ja, du, also, ich weiß nicht, wie ich das vergleichen sollte. Also, wenn man mir jegliches Zeugs zeigen würde, aus einer Wushu-Form, die es so typisch gibt, die wir in der Schule machen müssten. Und ich gehe mal davon aus, dass ich ungefähr so gut in Wushu bin, wie der Typ in Turnen, weil der Typ macht, wie gesagt, ähnlich so lange Turnen, wie ich Wushu mache. Gehe ich mal aus, dass das Level an Anforderungsgrad ungefähr so viel sein müsste, wie Langfaust Internationale, was literally auf Wettkämpfen kommt. Also ich habe auf Wettkampf Wushu Internationale Form gemacht. Es gibt auch keine deutlich schwere. Es gibt noch theoretisch eine, du musst selbst eine Form, ich glaube es hieß, du musst selbst eine Form erstellen, das gibt's auch. Und dann wird das halt sozusagen gewertet nach unterschiedlichen Parametern, wie gut tatsächlich deine Form am Ende ist und wie gut sie auch noch
in der Form ausgeführt wird, was vielleicht nochmal ein bisschen was anderes ist und bestimmt auch schwerer wäre. Also von dem regulären Zeugs ist es schon basically die schwerste Form. Und ja, gut, das müsste ich auch viel üben, extra nochmal, dass ich da zum Beispiel etwas gut hinbekomme, dass ich das alles schaffe. Und dann stelle ich mir so vor, dann ist wahrscheinlich der Barren für 15 Punkte genau der gleiche Shit vom Schwierigkeitsgrad für einen Turner wie für mich die Chancho Internationale. Und dann denke ich mir, wie ist das gebalanced? Wie kannst du so etwas erwarten von einer Person und das dann genau gleich stark bewerten? Wie irgendeinen Scheiß, den jeder dahergelaufene Idiot machen kann. Fast fehlerfrei. Innerhalb von 30 Minuten Vorbereitungszeit, wenn du es intensiv vorbereiten würdest. Okay, angenommen, du bist ein komplett unsportlicher Typ, was auch immer. Komplett fauler Sack, der nie was gemacht hat. Okay, fair enough. Der wird es vielleicht nicht fehlerfrei komplett gut hinbekommen können. Aber jede Person mit einer annähernd gescheiten koordinativen Fähigkeit über die eigenen Körperteile. Ich kann das ohne Probleme schaffen. Vielleicht... Nee, ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass ich einen Standard dazu hochsetze. So manchmal vielleicht über- oder unterschätze ich manche Sachen. Aber ich glaube, ich unterschätze da wirklich nicht irgendwie, wie leicht das ist. Vor allem nicht das, was ich gemacht hatte. Wirklich. Ich kann auch mal beschreiben, was die Kür war, die ich zum Beispiel machen musste. Du liegst... Du setzt dich auf deinen Arsch hin, auf den Boden. Dann... So dass du dich sozusagen drauf balancierst. Dein Oberkörper ist gerade oben und deine Beine sind waagerecht. Dann legst du dein, also waagerecht im Vergleich zum Boden, aber ich meine dein Schienbein, deine Oberschenkel müssen natürlich diagonal sein, damit die Beine nicht auf dem Boden liegen. Dann legst du dort einen Ball drauf, einen Medizinball mit Gewicht 2 Kilo. Und dann legst du dich auf den Rücken hin, deine Beine halten immer noch einen Ball. Du schmeißt den Ball nach oben und fängst den mit deinen Händen. Easy enough. Du drehst dich auf deinen Bauch. Also halt nur auf deinen Bauch, du sollst jetzt nicht irgendwie auf deinen gesamten Körper drehen. Drehst dich so, dass es größtenteils halt einfach auf deinem Rumpf... Also dass die Drehung größtenteils von deinem Rumpf sozusagen kommt. Was auch immer. Ich weiß nicht, ob das wirklich so wichtig war, aber mir wird gesagt, ich soll es machen. Das habe ich so gemacht. Zumindest von einer anderen Schülerin, die halt 15 davon bekommen hat auch. Und no offense, sie ist auch nicht die sportlichste Person. Das sieht man ihr direkt an. Und, also es soll nicht böse sein. Sie hat eine Doppelstunde gebraucht, um 15 Punkte zu bekommen. Das soll schon mal ein Beispiel sein. Wie actually einfach das einfach nur war. Genau, dann drehst du dich um, gehst in die Liegestützposition, nimmst den Ball auf deinen rechten Arm, hebst dein linkes Bein an, machst einen Liegestütz nach unten, dann wechselst du es, du kannst wieder auf den Handstand. Dann, genau nicht Handstand, sondern wieder in die Liegestütze normal gehen. Dann setzt du deine linke Hand auf den Ball, hebst dein rechtes Bein an, machst deinen Liegestütz, gehst nach oben, stehst auf, springst nach oben, lässt einmal den Ball auf den Boden bouncen und fängst den wieder. Dann machst du zweimal einen Schritt nach links, während du den, nicht wirklich Schritt, aber was weiß ich, halt so ein bisschen leichtes Jog-Tempo seitlich, während du den Ball zweimal bouncen lässt. Dann drehst du dich, gehst dann basically nach rechts, beziehungsweise es ist immer noch die gleiche Richtung, halt sozusagen von dir aus gesehen nach rechts, weil du dich um 180 Grad drehen sollst. Machst genau den gleichen Scheiß, fängst den Ball, machst einen Schritt dann nach hinten, nimmst den Ball irgendwie nach vorne, also vor dir, machst dann so eine Halbkreisdrehung auf zur anderen Seite mit deinem Ball. Ich weiß nicht, wie man es richtig versteht, Halbkreis sozusagen von hier unten drunter, lässt die Arme einmal sozusagen von vorne nach unten schwingen. Und dann wieder nach oben schwingen, während du deinen Körper drehst, sodass halt der Ball sozusagen auf der anderen Seite ist. Nimmst den einmal nach oben, hebst ihn auf den Kopf, gehst in die Knie ein bisschen, also nicht in die Knie, das ist ja so, das eine Bein ist ja vor dem anderen, sodass du halt, was weiß ich, in einen Ausfallschritt, glaube ich, gehst. Ich glaube, es heißt Ausfallschritt. Und sollst den Ball über deinen Kopf einfach nur, keine Ahnung, so runtersenken lassen, also ich weiß nicht, wie man es beschreibt. So hinter dich. Dann machst du nochmal das gleiche in die andere Richtung, dann machst du es nochmal das gleiche wieder in die andere Richtung, lässt den Ball einmal runter bouncen, fängst ihn wieder auf. Das war das dritte Element. Das vierte Element ist irgendwie, du nimmst den Ball, schwingst den links, rechts, links, drehst dich einmal, nimmst den Ball zu dir, machst nochmal links, rechts, links, drehst den Ball, was weiß ich, hier, da, dies, das, Ananas. Und das letzte ist irgendwie, dass du halt ein bisschen den Ball zweimal hochschmeißt und dann nochmal zweimal hochschmeißt. Und ich denke mir so, Bro, und das sind 15 Punkte, solange du einfach nur nicht irgendwie umfällst. Okay, es war schon ein bisschen mehr. Ich untertreibe es gerade auch ein bisschen, wie leicht es war. Aber es war definitiv nicht irgendetwas, wo du halt wirklich was können musst.
Das war halt wirklich einfach nur Acht halt darauf, dass du das jetzt und das nicht machst. Also, wie gesagt, das, ich habe effektiv 30 Minuten oder sowas das Ding geübt. Und da war die Lehrerin so übelst überrascht, dass wir das geschafft haben. Also, oh mein Gott. Boah, ich hatte eigentlich geplant, dass ihr dafür 3 Wochen, 4 Wochen brauchen solltet. Und da war sie überrascht, dass man es nach einer Woche konnte mit 15 nicht. Dachte, hä? Hä? Das sind die leichtesten 15 Punkte, die es jemals in der Schule gab. In der Geschichte des gesamten Bildungssystems gab es niemals eine leichtere 15 Punkte, Alter. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die da war so Dogshit. Ach, egal. Das meinte ich mit... Also ich habe mal wieder sehr viel ausgeführt. Das war halt der Sportunterricht auch in letzter Zeit. Deshalb habe ich auch im Sportunterricht nicht wirklich was gemacht, was Ausdauer benötigt hat, was mich trainiert hat, weil, ey... Ich hätte einfach nur mit der Nase atmen können. Das hätte genug Luft mir gebracht. Ich könnte Bauchatmen mit der Nase bei diesem Scheiß und ich hätte wahrscheinlich genug Luft gehabt. Ich würde nicht ins Hecheln kommen. Okay, das weiß ich nicht, ob es stimmt, aber gefühlt schon. Es ist halt einfach kein Sport, Alter. Jetzt verstehe ich, weshalb man sagt, Turnen und Tanzen ist nur das, was die Unsportlichen wählen. Weil, Digga, wenn du das nicht hinbekommst, dann musst du schon wirklich Ass sein. Da musst du ja schon wirklich Ass sein. Dann müsstest du 40 BMI haben müssen. Mit... wobei die 40 BMI nicht von Muskeln kommen, sondern von Fett. Da müsstest du ja wirklich irgendwie Couch Potato as fuck sein. Da müsstest du mehr Couch Potato sein als ich. Und ich bin schon eine fucking Couch Potato. Ja, das ist auch egal. Ich habe mich genug beschwert über Sport. Ja, ich habe damit auch glücklicherweise die ganzen 30 Minuten füllen können mit irgendwelchem Gelaber, weil sonst kriege ich das häufiger mal nicht hin. Aber es reicht jetzt, schon 16.02 Uhr. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss um 19 Uhr schon weg sein, schon bei einem Kumpel sein. Und mit dem fahren wir dann, also wir zwei fahren dann zusammen zum Geburtstag von meinem anderen Kumpel. Das heißt, ich habe noch vielleicht 2,5 oder weniger Stunden Zeit, um jetzt was zu zeichnen. Und in der Zeit kriege ich nichts Gutes gezeichnet, deshalb muss ich mal schauen. Ich muss mich mal wirklich ranhalten. Ja, wie gesagt, dann. Aber was ist auch für heute? Mit leider schlechten Artefakten. Aber es ist, was es ist. Also dann. Heute, wie gesagt, nur ein kurzer Stream.